Wir stehen hier heute bei unseren Rosa Flamingos, die heuer schon im Anfang März angefangen haben, die Brutsaison zu eröffnen, weil das Wetter so wunderschön war. Demzufolge hatten wir auch schon am 1. April unser erstes Jungtier, was geschlüpft ist. Wir haben derzeit ca. um die 12 Jungtiere, haben aber noch mehrere Eier in Bebrütung und hoffen, dass auch noch einige nachkommen. Bei den Rosa Flamingos ist es so, sie brüten saisonal monogam. Das heißt, der Partner kann von Jahr zu Jahr auch wechseln. Das ist völlig normal. Bei der Aufzucht ist es so, beide Elterntiere brüten und beide Elterntiere füttern die Jungtiere auch. Gefüttert werden die Jungtiere mit einer sogenannten Kropfmilch, die im oberen Bereich des Verdauungstrakts gebildet wird. Diese Milch ähnelt der Säugetiermilch im Protein- und Fettanteil. Ist natürlich keine Säugetiermilch. Wenn man längere Zeit vorm Flamingo-Gehege steht, hat man vielleicht auch das Glück, dass man die Elterntiere beim Füttern beobachten kann. Wenn die Flamingo-Jungtiere ihr Nest verlassen, bilden sie kleine Kindergärten. Für diese Kindergärten ist dann meistens ein Flamingo zuständig, der macht so ein bisschen den Aufpasser. Und für die Elterntiere ist es trotzdem kein Problem, ihr Jungtier wiederzufinden im Kindergarten, weil sie erkennen sie ganz einfach durch die Lautgebung.